Willkommen zu einem kleinen Angezockt. Wir spielen heute gemeinsam Immortal Unchained. Der Entwickler mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt, ist dementsprechend also eine Produktplatzierung. Und dieses Spiel kann man ungefähr mit Dark Souls vergleichen. Es verfolgt zumindest die gleiche Idee. Und zwar haben wir knüppelschwere Gegner. Jede schlechte Entscheidung kann zum Tod führen. Aber wir spielen hier nicht mit Schwert und Schild, sondern mit Shotgun und Pistole oder anderen Schusswaffen in einem futuristischen Setting. Also Dark Souls im Kern, aber doch irgendwie ganz anders. Wir starten das Ganze, wir spielen es auf dem PC, Link ist in der Beschreibung, dort könnt ihr dieses Spiel finden, klickt mal drauf, damit könnt ihr mich auch ein bisschen unterstützen und es gibt das Ganze auch für die PlayStation und für die Xbox. Auf geht's! Okay, wir können uns sogar hier einen eigenen Charakter stellen, wir können jetzt hier wählen, ob wir Männlein oder Weiblein sein wollen. Was? Das ist doch keine Frau! Das ist doch keine Frau, das ist doch derselbe Skin, nur sind da vorne die Muskeln abgebunden. Okay, wir sind eine sehr, sehr muskulöse Frau, Shimeli-Style. Ich nenne mich einfach Jackie Bauer. Das habe ich nach 24 gemacht. Ich habe mich umoperieren lassen. Und wir können jetzt hier eine Klasse wählen. Da sind wir ein flinker Jäger. Vandale. Okay, da bin ich ein bisschen Darth Maul-mäßig unterwegs. Ein Plünderer. Was zur Hölle? Habe ich jetzt ein Schnurrbart? Ich habe ein Schnurrbart als Frau. Okay, wir leben in einer Zeit, wo wir alle sehr, sehr aufgeschlossen sind. Frauen dürfen auch Schnurrbärte tragen. Wenn Frauen das wollen, dürfen sie das. Ist ihr gutes Recht. So, das ist der wohl weiblichste Skin. Hey, da ändert sich ja gar nichts. Was zur... Guck mal, hier ändert sich nur ein bisschen die Haarfarbe. Gut, ich glaube, ich bin Darth Maul. Ein Schnurrbart ist mir dann doch ein bisschen too much. So, Hauttyp. Nee, wenn, dann schon schön knallrot. Ah, die Frisur. Okay, ich will eine taffe Lady sein, deswegen nehme ich sowas hier. Viele Schrauben. Details. Oh, was zur Hölle? Ja. Oh, das sieht geil aus eigentlich. Aber ich hätte auch gerne irgendwie den Kratos. Ich bin Kratos. Nach meiner Brust-OP. So. Dann können wir hier noch die Bartfarbe hier ein bisschen beeinflussen. Boah, dann nehme ich das hier. Die Haarspitzen? Ach, die kann man auch nochmal ein bisschen anpassen. Ja, mache ich mir ein schönes Silberblau. Tattoos. Kann ich die Kratos-Tätowierung haben? Das sieht kein bisschen mehr nach Frau aus. Tja, dann ist das eben so. Nehmen wir das hier, Körpertattoo. Nehmen wir das hier und die Farbe. Nehme ich das hier. Ich bin der umgedrehte Kratos mit... Keine Ahnung, ich bin irgendein Ding, bitte tötet mich. Auf geht's. Ja, so möchte ich aussehen. Schlimmer kann's nicht werden. Moment, bestätigen. In an age long since forgotten, a prophecy once told that there would come a time when the sun would grow dark and cold. A bone-chilling wind would surge from the deepest pits of the abyss. The dead would rise in its wake. Harbingers of destruction and despair. Left to its own, this wind would bring war. War that would ravage the nine planets. Beasts would break their bonds and flood the soil with their poison. One by one, we would all wither away to nothingness.
unless we were willing to make impossible choices. Warriors of legend would rise once again. Black of heart they would be. This is the day of prophecy. This is the end of times. Ja, ich bin ein Mädchen. Ja, ich bin ein Mädchen. Ah, der Kern. Alright. Steuerung, ich nix wissen. Ich spiele mit Controller, by the way. Wow, das sind echt viele Türen. Das sind verflucht viele Türen. Quickly, go forth and find the Grand Hall. Jo, da drüben ist irgendeine Killermaschine. Also, just saying. Hier geht die Rolle, alles klar. Eine Waffe wäre irgendwie gut. Eine Waffe wäre sogar sehr gut. Ist das eine Waffe? Oh, fuck. Das sind irgendwelche gigantisch großen Krieger. Oi, 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 oi. Oh, geil, ich bin jetzt schon fast tot. Was ist das hier? Seelen? Ach, hier kann ich speichern. Da drüben ist zu. Okay, ich glaube, hier bin ich die nächsten 100 Jahre gefangen. Nein, ich will nicht speichern. Ich bin ja halb tot. Oh, was haben wir hier? Ah, alles klar, ich habe eine Knarre. Wie kann ich das auswählen? Oder habe ich keine Knarre? Ich dachte, ich hätte eine Knarre gefunden. Nein, ich habe keine Knarre gefunden. Ein Kältepflaster und ein Hitzepflaster. Die Tür ist im Moment verschlossen. Oh Gott, hier sind meine ganzen Vorgänger, wie es scheint. Aha. Waffenschemata. Attribute, Waffen, Aspekte. Neu 1. Sekundärer Waffenslot. Wähle eine Waffe. Aha. Okay, ich kann die Waffen also nicht einfach so im Inventar durchwechseln, sondern nur hier. Und wie es scheint, gibt es auch Munition. Gut, und ich bin geheilt. Okay, wir heilen uns auch wohl an diesen Dingern. Was bist du jetzt für ein Gerippe? So, der war easy. Der war easy. Man merkt schon an der Cutscene, dass dieses Studio, das dahinter steht, halt auch nicht so viel Budget hatte. Ich weiß nicht mal, wie ich meine Waffe durchladen kann. Moment, hier geht's nicht, oder? Was können wir hier machen? What? Was ist das da? Irgend so ein Energieschuss. So. Also man braucht Aim. Man muss wirklich... Ach, das sind nur Bits. Das ist gar nichts zum Speichern. Okay, dann muss ich mal zurück. So, das nehme ich mit. Moment. Ach, A ist Nachladen. Alles klar.
Ich denke die ganze Zeit, ah, es springen oder sowas, aber springen gibt es irgendwie nicht. Nur die gute alte Roll. So, hier kann ich mir dann nochmal ein bisschen was holen. Dankeschön. Was habe ich hier? 400. Interagieren. Attribute. Okay. Also irgendwann leveln wir hier. Und wenn ich hier rangehe, dann bekomme ich anscheinend auch wieder Munition. Munition und Gesundheit. Oh, die kommen aber auch alle wieder, oder was? Oh, no. Okay, das hat also wirklich diesen Dark Soul-Effekt. Du kannst nicht einfach zurückrennen ans Lagerfeuer, denn du wirst bestraft. Naja, so ein bisschen bestraft. Und, was bringt das? Der Nebel des Todes! Ach, das kostet mich hier Mana. Wir haben also auch Mana. Ja, ich bin eine Frau. Ich habe davon geträumt, Balletttänzerin zu werden. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ey, Stinky! Hat ihn irgendwie null interessiert. So, aber seine Rüstung ist mir ganz schön im Weg. Wow, wow, wow. Mana lädt sich langsam auf. Sehr langsam. Ich muss ihn von hinten treffen. Das ist ein Gerippe. Aber der dreht sich ja super schnell um. Der frisst meine ganze Munition. Oh, eben habe ich irgendwas was Böses getroffen. Alter, dieser kleine Furzgegner hier ist schon ultra stark. Naja, sagen wir mal ultra robust. Da habe ich ihn wieder hinten getroffen. Aber so einen Riesenunterschied macht das gar nicht. Gleich habe ich ihn. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Nein, ich muss durchladen. Irgendwie füllt sich mein Mana entweder gar nicht auf oder ultra langsam. Endlich. 1000. Bits. Rolling. Rolling, rolling, rolling. Ui, lecker. Mein Vorgänger. Ausrüstungsschmiede. Ich hab Granaten. Alright, ich hab Granaten. Ich hab eine neue Waffe. Wilder Verteidiger. Müssen wir erstmal herstellen. Deswegen rennen wir hier mal weiter. Okay, ich habe irgendeinen Erlass gefunden. Bin ich hier in einem riesigen Gefängnis? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Oder? Ich weiß nicht, hier sieht alles irgendwie gleich aus. Da bin ich wieder, Obelisk. So, Waffe. Yes, Mama. Moment. Habe ich jetzt gar nicht. Ausrüsten, doch. Ah. Thanks, Bro. So. Die Tür ist verschlossen. Auch zu. Aber hier war ich doch eben. Gibt es sowas wie eine Karte? Nicht übel. Nicht übel. Scheint eine ganz nette Wumme zu sein, das Baby. Bekomme ich eigentlich immer wieder auch Erfahrungspunkte? Oh, der lebt noch. Ja, 50 eben die hier. Hm, jetzt bin ich aber wieder hier. Kommt der Schildboy auch nochmal?
Ne, der ist weg. Nur die Kleinen spawnen immer wieder neu anscheinend. Alright, dann gehe ich halt nochmal die große Runde. Und dann gehen wir wieder zurück. Denn ich will jetzt noch ganz gerne wissen, wo es weitergeht. Okay, wir haben auch irgendwo Granaten. Ich habe keine Ahnung wo, aber wir besitzen sie. Hat sich hier irgendwas geöffnet? Oh! Oh Gott! Er rutscht. Sie rutscht. Sie. Ich bin Mädchen. Ich bin Mädchen. Ich habe meine Seelen wieder. Und hier drüben, die Brücke habe ich auch irgendwie aktiviert. Auf wundersame, magische Art und Weise. Und direkt kommen Freunde. Die direkt sterben wollen. Ich muss sagen, meine kleine Pistole finde ich fast besser als die dicke Waffe hier. Läuft irgendwie geiler mit der kleinen Pistole. Deutlich geiler. What? Okay, gib mir mal die Pistole. Wow, 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 what? Alter, oh mein Gott. Okay, die Freunde hier können schießen. Alter, das haut ja ultra rein. Oh my gosh. Daneben. Nicht daneben. Okay, ich nehme mal ganz schnell hier eine Heilung. Alter, ist das mies. Okay, das Spiel wird definitiv sehr ekelhaft. Hui. Krank. Mega, mega krank. So, da bin ich wieder frisch. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, den ganzen Weg zurückzulaufen. Ich nehme mir hier noch ein wenig Bits mit. Okay, hier drüben geht's hoch. Kann ich denn die Werkzeuge irgendwie verändern? Okay, ich muss hier durch. Hier rein und hier können wir wieder speichern. Okay. Ich habe eine Nahkampfwaffe bekommen, wie es scheint. Waffe. Nahkampf. Hier unten. Ausrüsten. So. X für Nahkampf. Nice. Sowas habe ich gebraucht. Und wir können uns sogar hier durchschlagen. Nice to know. Jede Menge Bits für die Mama. Boah. 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 Das ist so böse. Alter, wie schnell können die denn schießen? So. Hat sich ausgeschossen, Kumpel. Das ist ja übel. Ich glaube, dieses Spiel wird ultra schwierig. Man sollte es nicht unterschätzen. Absolut nicht. Okay, ich habe irgendein Pflaster gefunden. Munitionspaket, Energie. Wenn ich zurückgehe, sind die beiden hier wieder da. Und irgendwie habe ich keinen Bock, dass die wieder da sind. Oh, wow. Und los. Rollen und durch. Alter, Alter. So. Du alte Blechdose. Ja, da muss man ja ultra vorsichtig sein. Hinter jeder Ecke wartet der Scheiß tot. So. Fokus. Okay, wir können auch Fokus machen. Ich nehme erstmal hier noch eine Spritze. Ey,
Ey, selbst mit einem Hieb zieht er mir unendlich viel ab. Wow, wow. So. Und jetzt gebe ich dir den Rest mit meiner Knarre. Wow, Freunde. Das Spiel ist böse. Das Spiel ist richtig, richtig böse. Alter. Heilung. Heilung. Oh Gott, jetzt tritt's. Er tritt mich hier einfach zusammen. Er wirft eine Granate, der Süße. Boah. Diese Schweine. Okay, wo geht's denn hier lang? Alter, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Oh, yes. Geil. So, das war's. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Es ist auf jeden Fall schwer. Man muss sehr, sehr viel töten und metzeln. Sehr, sehr viel töten und metzeln. Ich glaube, ich nehme das hier mit. Ich habe auch keine Ahnung, wie man skillt. Wahrscheinlich gibt es da draußen jetzt schon super viele Experten. Checkt den Link ab. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.